Macht die Schlange nicht nervös, Toto? Nee, das nicht, aber wenn sie da unten am Wassernapf ist und mit ihrem Kopf da schon so rummacht, dann muss ich nicht da dran gehen. Dann warte ich lieber, bis sie weggeht. Die hat doch Bock. Ich warte nur, bis du deinen Arm da reinsteckst. 100%. Willkommen im MMA Spirit. Einen wunderschönen guten Morgen. So, guten Morgen. Ich bin der Toto, auch bekannt als Coach Toto. Viele verwechseln mich manchmal mit meinem Zwillingsbruder, aber das ist ein anderes Thema. Bin hier seit fast einem Jahr im Service tätig und als Personal Trainer im Fitnessbereich. Was das Geilste an meinem Job ist, ich kann den ganzen Tag Proteinpulver naschen. Zum Frühstück mache ich mir diesen Wagyu Reispudding. Dazu mache ich mir hier von diesen ESN Designer Whey Vanille Proteinpulver dazu, damit ich auch auf mein Eiweißgehalt komme. Knallt's auch. Für alle Naschkatzen, ich habe mir den Wagyu Reispudding mit Schokomuffin mit reingebröselt. Schmeckt super, vollwertige Mahlzeit. Mit dem Code Spirit bekommt ihr auf alle ESN-Produkte maximalen Rabatt. Guten Appetit. Für die Leute, die noch nie im MMA Spirit waren, persönlich, was bieten hier für Räumlichkeiten? Also wir haben unseren Raum 1, da haben wir einen Ring stehen, ein Oktagon, Mattenfläche, Sanddecke. Also es ist genug Platz, um alles zu lernen, um sich komplett in dem Sport auszuleben. Dann haben wir einen Raum 2, das ist der kleinere Raum. Da sind mehrere Sandsäcke plus Mattenfläche. Dann haben wir noch unser Fitnessstudio. Das ist unterteilt in Cardio-Bereich, Freihandelbereich und Gerätebereich. Ist top ausgestattet. Physiotherapie, unser Physiotherapeut, den Tufan, den werdet ihr aber später noch kennenlernen. Dann haben wir noch einen Wellness-Bereich, damit man auch besser regenerieren kann, wenn man viel Sport gemacht hat. Das beinhaltet einen Ruheraum und eine Sauna und ein Solarium. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Was steht jetzt auf dem Programm? Jiu-Jitsu mit Daniel Weiche. Gleich steht yes. Pro Jiu-Jitsu auf dem Programm. Was ist heute deine Aufgabe? Meine Aufgabe ist heute allen, die diesen Kurs besuchen, etwas mitzugeben, was den ihr Game ein Stückchen besser macht. Das ist so, vor allem wenn ich den Kurs leite, ja, also ich bin ja immer dabei, auch selbst zu trainieren und im Moment mehr dabei, im Prinzip zu coachen und den Kurs zu leiten, da Medi gerade nicht da ist. Und ja, mein Anspruch ist halt immer, ein Stück mitzugeben. Egal, welche Technik wir machen, irgendwas zu finden, wo jeder mitnehmen kann und in seinen Stil eben einbauen kann. So, und eine Kleinigkeit haben wir auch noch. Unser kleiner Raoul hat heute Geburtstag. Als Geschenk bekommt er heute eine Jiu-Jitsu-Einheit mit mir. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön, Bruder, Dankeschön. Ich habe schon gehört, von Daniel kann ich dir was mitnehmen. Kenzo alle. Oh, ich habe eine kleine Verletzung am Fußgelenk, deswegen. Ich habe doch die Kamera gerade auf. So, Playlist läuft, Training kann losgehen. Aufstellen. So, die Schultern sollen ganz locker sein. Ellbogen sind eng am Körper, Füße. Das ist ganz wichtig. Darf niemand ins Gesicht gehen. Oh. Hey. Sorry, auf dem rechten Bein, oben drauf. Oder so. Werden wir zu 90% der Fälle sweep, okay? Merkst du, dass wir jetzt hier Druck machen mit dem Bein? Wie verändert sich Jiu-Jitsu mit Schlägen? Mit Schlägen ist natürlich ein ganz anderes Game. Man kann sich in der Guard von unten keine Zeit lassen zu spielen. Muss die Hände kontrollieren, Kopf kontrollieren. Weil, wenn man das nicht tut, wird es einfach direkt bestraft. Normal. Alte Coach raus, neue Coach rein. Guten Tag, ja. Dahin. Klinke in die Hand. Ich danke. Ja, jawohl. Auf, tschau. Nein. Wir haben hier fast getroffen.
Heute werden wir uns ein bisschen mehr auf die Beine konzentrieren, werden ein bisschen an der Abstand arbeiten, also das Abstandsgefühl. Das ist natürlich immer anders, wenn du Boxen tust oder wenn du die Beine mehr benutzen willst. Und heute will ich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, vom Weiten versuchen, den Abstand zu halten. Halt mit Frontkicks, Middlekicks. Ja, das ist auf jeden Fall der Basis vom Training. Aber von da aus versuche ich dann mehrere verschiedene Übungen mit einzumischen, damit wir halt auch ein bisschen die Kondition noch anregen. Das wird's. Das war das letzte Mal, dass du zu spät gekommen bist. Ja, auf jeden Fall. Hast du gemerkt, der extra Schritt? Du musst raus, genau. Ich boom, kurzer Haken, rechter Knie direkt durch die Mitte. Boom, boom. Raus musst du. Ja, jetzt. Zufrieden mit der Einheit heute? Ich bin sehr zufrieden mit der Einheit. Es wurde wieder 100% Einsatz gezeigt. War informativ für alle, die da waren. Ich glaube, das haben viele hier auch heute gebraucht. Also hat gepasst. Us. Wie sieht's aus? Heute Abend ist hier der Sparringskurs. Heute Abend Krieg. Heute Abend heute Krieg. Ich bin Daniel, 34, mache ein paar Jahre schon Thai-Boxen, ein paar Jahre mehr als manche hier leben. Seit 2018 hier im MMA Spirit vor in verschiedenen anderen Gyms trainiert. Reiner Hobbysportler, genau. Ich fahre Bus, nein, ich fliege Flugzeuge, hauptberuflich, genau, studiere nebenbei noch und bin Vater von 2 Kindern. Dementsprechend leider nicht mehr so viel Zeit zum Trainieren. Du bist Pilot, du bist auf der ganzen Welt unterwegs, du hast ja dementsprechend auch schon viele Kampfsportstudios besucht. Definitiv, ja. Was macht das MMA Spirit auch? Ja, der Spirit. Ganz klar, der Spirit. Das ist eine coole Gemeinschaft. Das ist sehr, sehr professionell, mit das professionellste Gym, was ich je gesehen habe. Viele Berufssportler hier, die das Ganze auf ein anderes Level bringen und auch super viele Amateure immer wieder neu. Und einfach eine super Mischung. Ich bin gerne hier. Und natürlich auch die Mischung zwischen allen Sportarten, wie sie im MMA reingehört, ja. Jawohl. Die 2 besten Mitarbeiter des MMA Spirits. Auf jeden Fall. So, gucken wir mal. Geht's? Wo warst du heute Morgen? Oh, ich hatte einen Termin. Was hast du heute Morgen da? Was hast du für Termin? Hä? Privat, darf man nicht sagen. Ich bin nur Geschäftsmann auch nebenbei. Was steht jetzt auf dem Programm? Striking mit Orly. Ich habe jetzt nur noch 7 Wochen. Was können wir dann von dir erwarten? Noch mehr Flugstunden. Und einfügt, dann continue. Easy, everybody will do it. Kommt. Lass euch Zeit. Ich hoffe nur, meine Gegner wissen, wo die Notausgänge sind, während die bei mir im Flugzeug fliegen. Schauen wir mal jetzt, wir haben noch einige Termine heute. Da wird sicherlich noch einiges los sein. Okay, wir gucken uns das gleich mal an. Sehr gut. Jetzt wird gearbeitet, jawohl. Gucken wir mal, ob die Jenny schon bereit ist. Reinspaziert. Die Jenny ist jetzt schon circa, wie lange, Jenny? 4 Jahre? 4 Jahre? 4 Jahre. 4 Jahre ist jetzt die Jenny schon hier. Und
Da haben wir natürlich schon so einiges behandelt und konnten natürlich auch viel, viel verbessern, viele Schmerzen lösen. Worauf liegt der Fokus heute? Heute liegt der Fokus wieder hier oben, Hauptsache mittleren Rückenbereich und dann im Nackenbereich, Halswirbelsäule, dass wir dort noch mal ein bisschen arbeiten, die Verspannungen rauslösen und schauen, dass es dann der Jenny hinterher besser geht. Dadurch, dass Jenny auch sportlich sehr aktiv ist, entstehen ja natürlich auch immer wieder neue Verspannungen und da müssen wir natürlich immer dran arbeiten. Tatsächlich ist es so, dass die Jenny nur wegen dir ins MMA Spirit kommt. So ist es. Die heilende Hand. Die heilende Hand, was natürlich für dich spricht. Keiner ist so gut wie Tufan. Dankeschön. Bringst du auch wieder meinen Nacken ein? Ja. Sagst du dazu, dass hier Leute mit Conor McGregor T-Shirt zum Ringen kommen? Willkommen in Conor McGregor T-Shirt. Jeder mit Conor McGregor T-Shirt. Bester Mann. Geh Jiu-Jitsu. Junge, was kommst du so nah? Jawohl. Wenn jemand getroffen wird, muss 20 Liegestütze machen. Was ist heute das Hauptaugenmerk der Klasse? Heute ist Donnerstag, ist immer Sparringtag. Also wir haben immer ein langes Aufwärmprogramm und dann wird eingerungen und dann fangen wir mit Sparring an. Sein T-Shirt steht McGregor. Früher waren alle Fans. Nein, McGregor. Was sie zeigen, McGregor. Hier! Das ist auf Kamera. Alles auf Kamera. Was ist der Grund für dein zu spät kommen? Ja, das ist nur nicht mal zu spät kommen, das ist keine Teilnahme, glaube ich. Das stimmt. Kampfsport ist ja ein eher männerdominierter Sport. Wie bist du zum Kampfsport gekommen? Ich habe immer sehr viel Kraftsport gemacht. Aber ich finde es eigentlich schön, vor allem im Kampfsport Kraft auch richtig anwenden zu können. Und vor allem beim Ringen, was sehr viel mit Ausdauer und Kraft zu tun hat. Einfach ein extrem intensives Training, was mir, glaube ich, vorher im Kraftsport einfach gefehlt hat. In Verbindung mit Technik. Schon immer ein bisschen Boxen gemacht gehabt, aber nie richtig. Und ich wollte endlich die Technik eigentlich richtig lernen. Deswegen bin ich nach Frankfurt gezogen und wenn, war dann für mich okay ins MMA Spirit. Und dann hatte ich hier Probetrainings gehabt und wollte halt, wie gesagt, eigentlich nur ein bisschen Kickboxen machen. Wurde dann mitgeschleppt zum Ringen. Und dann hat mir am Ende Bodenkampf, Ringen, Jiu-Jitsu am besten gefallen. Deswegen ein bisschen Kampfsport hatte ich schon immer gemacht, aber halt nie richtig. Frauen sind ja im Kampfsport noch eine Minderheit. Wie wohl fühlst du dich hier im Spirit? Tatsächlich sehr wohl. Also es gab jetzt nie großartig eine Situation, vor allem im Training, dass ich mich hätte unwohl gefühlt. Jiu-Jitsu, die zweite Runde. Jetzt steht hier No-Gi auf dem Programm, danach Mit-Gi. Seht, es gut was los. Fangen jetzt gerade an mit einem lockeren Warm-up, mit Jiu-Jitsu-spezifischen Bewegungen, Rolle, nach vorne, zurück, Shrimp-Bewegung. Würdest du eigentlich sagen, macht dir die Komponente des Erlernens mehr Spaß oder die Komponente, Sachen weiterzugeben? Es ist eine Mischung von beidem. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, die Leidenschaft, die ich fürs Jiu-Jitsu trage, in anderen zu sehen. Wenn die in den Sport reinschnuppern und merken, ey, krass, das ist ein Sport, den kann ich in jedem Alter lernen. Ist für Frauen genauso effektiv wie für Männer. Ja? Ich halte diesen Druck immer noch aufrecht, obwohl ich den Fuß hochhebe. Unter den Kopf, unter den Arm, boah, mit Druck nach vorne. Ja, und dann schiebe die Hüfte. Okay. Dankeschön. So, jetzt geht's mit Gi weiter. Ich bin der Maxim, bin jetzt seit circa fast 2 Jahren im Spirit, bin mehr als zufrieden. Das ist, ich würde mal sagen,
allerbeste Zufluchtsort für mich. Ich verbringe hier Gott sei Dank sehr viel Zeit und heute sind wir hier, oder bin ich hier, oder wir alle hier zusammen, BJJ-Kurs, mein Daniel. Ich freue mich sehr. Was hast du für Ziele sportlich gesehen? Mich selber besser kennenzulernen. Mich kennenzulernen, meinen Verstand besser kennenzulernen, ruhiger zu werden, weil die Arbeit oder der Job, in dem ich tätig bin, von Natur aus, also es liegt tatsächlich am Job, von Natur aus sehr stressig ist. Ich denke, dies hier ist der beste Ausgleich. Elbow Escape 1, andere Seite. Hopp, zwei, ins Bein, öffne hier, zieh hier den Arm, hopp. Immer fleißiger. Immer fleißig. Ja, also ich bin der Markus, bin Papa von 6 Kindern. Meine 2 Kinder, die trainieren auch hier Jiu-Jitsu. Ich habe auch Jiu-Jitsu angefangen. Und ja, und ich liebe das Pumpen und ich liebe mittlerweile auch das Jiu-Jitsu. Und wir sind sehr happy, dass wir hier als Familie zusammen trainieren können und zusammen im Jiu-Jitsu dann auch aufwachsen. Ja gut, ich meine, wir sind Frankfurter Bub, das MMA Spirit. In Frankfurt ist bekannt. Meine Kinder wollten Kampfsport lernen. Da sind wir direkt hier ins MMA Spirit. Und durch meine Kinder bin ich dann auch zum Jiu-Jitsu gekommen und mache das jetzt auch seit einem halben Jahr. Und wenn ich später mal mit meinen Kids ein bisschen rollen kann, ist schon was Cooles als Papa, wenn ich das irgendwann mal kann. Sammy hat vorhin Krieg versprochen. Scheiße. Hier ist jede Donnerstag Krieg. Hier ist jede Donnerstag Krieg. Hier ist noch Ramadan. Alle Jungs haben Hunger, schlechte Laune. Ui, 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 ui. Deine letzten Worte? Jetzt gib's auf die Glocke. Wechsel, geh nach Hause. Wechsel. Fazit zur Runde? Wie immer, nach Termin sparen kaputt. Training vorbei, ja? Training vorbei. Also von meinen Wettkämpfern verlange ich natürlich immer das Äußerste im Training, damit es im Wettkampf natürlich einfacher wird. So, wenn ihr seht, auf Video sieht es vielleicht ganz krass aus, aber die Jungs können sich alle gut halten. Es sind auch alles Jungs, die schon lange trainieren, die es auch gewohnt sind, ein bisschen härtere Sparring zu machen und die schon wissen, wofür es gemeint ist. Es ist nicht einfach eine allgemeine Hauerei hier, sondern jeder weiß, dass wenn er hier im Training, ich bin ja immer ein bisschen besser als meine Schüler, aber wenn die mit mir stehen bleiben können, dann wird ja der Kampf noch viel, viel einfacher für die. Es hat sich einfach mit der Zeit auch bewiesen, dass umso mehr wir im Sparring machen, umso mehr wir in den Trainings machen, dass wir einfach immer gute Resultate holen in den Kämpfen. So wie ich es versuche zu machen, funktioniert das schon. Los. Jetzt muss ich 5 extra machen. Jetzt hast du mich erwischt. Hat dich wieder dein intimes Moment erwischt? Ja, auf jeden Fall. 2 heute und die Frisur sitzt immer noch? Immer noch. 3 Wetter tappt. Was machst du beruflich, dass du zweimal am Tag hier trainieren kommst? Ich bin selbstständig, 2 Firmen. In welchen Kurs bist du? Das ist eine gute Frage. Ring, Jiu-Jitsu und Kickboxen. Der Mann der Stunde? Yes, das ist der Mann der Stunde, da hast du wohl recht. Wo bin ich bald zu sehen? Der Spirit Stories auf YouTube. Ach komm, ja, das ist ja super. Dann bitte nichts ausblenden. Boxtraining, Donnerstag, 20.45 Uhr, jederzeit, jeder gerne willkommen. Nicht jeder, aber fast alle. Jetzt geht's los. Machst du auch mit? Ich komm mit, ja klar. Na, dann rein mit dir. Auf der Agenda steht, je nachdem wer so da ist, auf jeden Fall auch beim Programm wie immer, Techniktraining würde ich sagen. Heute so ein bisschen generell für alle Größen, für alle Niveaus angedacht. Was mache ich auf die Schlaghand? Das habe ich mir heute vorgenommen. Also ich möchte jetzt erstmal Danke an dich sagen, dass du immer so flexibel bist und uns immer alle filmst. Und, der Erste, der das anerkennt. Ja, aber beim Sparring muss er die Kamera ausmachen. Und ich erkenne mich auch an. Ich möchte auch Danke an mich sagen vor allen Dingen. Genau. Ja. Arbeite nicht in dieser Distanz, nicht ja, sondern gehe mich wieder an. Genau, das ist einfaches Stechen und weg. Wenn nicht, dann steche ich um dir selber.
Ein weiterer Tag im MMA Spirit durch die Augen von unseren neuen Visionären Kenzo und Antonio. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Vlog und wenn ihr uns besuchen möchtet, jederzeit gerne montags bis freitags 7 bis 23 Uhr, am Wochenende 11 bis 19 Uhr. Einfach auf den Link in der Beschreibung klicken und euer Probetraining buchen.